Hallo, hallo, da sind wir wieder. Heute geht's mal weiter mit Alan Wake, mal so zur Abwechslung. So, jetzt ist alles weg. Ich habe alles gelöscht gerade. Nee. Ja. So, gut, dann ist alles startklar. So, dann starte ich mal das Spiel. Halt das Bild um. Hallo, da sind wir. Bisschen verschieben hier. Oh ja. Okay. Gut, der Bildschirmausschnitt ist ein klein bisschen angesenkt, aber das soll uns reichen. So, ich mache erstmal den Proviant fertig. Ich habe natürlich wieder die tollen, super fettigen, ungesunden Salami-Sticks klar gemacht und. Und Energy ist auch an Bord. Sehr gut. Was kannst du? Das versuche ich noch rauszufinden, aber wenn ich es rausgefunden habe, werde ich dir Bescheid sagen. So, Story fortsetzen. Gespeichertes Spiel. Ja, das ist schon mal eine gute Idee, ein gespeichertes Spiel fortzusetzen. Time folds back on itself. Again, his senses scream as the very impossibility of what is happening assaults them. But the champion of light endures. Each time he gets a little closer, each time another detail falls into place. Now the trap works against the Herald of Darkness. Erstmal wieder in die Story reinkommen. Story, sag ich schon, in die Steuerung. Ist gerade der rechte Monitor ausgefallen? Da ist aber kein Flackern drin. Komisch. Seltsam, seltsam. Okay, das war eigentlich überhaupt nicht die Waffe, die ich nehmen wollte. Das war auch nicht die Waffe, die ich nehmen wollte. So viel verschwendete Munition. Aber bei dem bringt das auf jeden Fall was. Aber bei dem Kleinen war das jetzt richtig verschwendet. Sollte wieder die Tasten benutzen, um nachzuladen. Und vor allem auch die Waffen auszusuchen. Okay, also die guten sind 1 und 2. Die sollte man auf jeden Fall... Warum liegt da ein Schreibtisch? Ist dir das noch nicht passiert, dass du irgendwo mitten im Nirgendwo rausgekommen bist und dann liegt da ein Schreibtisch? Ich meine, das kennt doch jeder. So, hi Bad Sister. Schön, dass du auch wieder da bist. Right on cue, bubbling to the surface from untold depths, the horrors come. The emerging monsters do not expect the warm reception that has already been prepared for them. So,
Rad war angebracht, das Öl floss, die Batterie war angeschlossen und die Lichter blinkten. Im Ghetto Blaster lief die CD. Okay, da ist der Ghetto Blaster. Das Rädchen ist auch schon mal da. Also ich bin ja so froh, dass man den ganzen Mist nicht neu sammeln muss. Also das haben sie auf jeden Fall schon mal gut gemacht. Also das habe ich aber bei so diesen Zeitreisen-Geschichten schon ganz anders gesehen. Ah, das Bild ruckelt wieder. Das Bild scheint irgendwie zu haken, aber ich wüsste nicht warum. Ich werde noch mal ganz kurz einmal hier was nachschauen. Ist hier gerade irgendwie. Nö, das sieht eigentlich relativ gut aus. Okay, damit ist geklärt, dass Alan Wake 12 Prozesse starten kann. mehr wird nicht ausgefüllt. Ne, 10 sind es. Okay, ich schalte trotzdem mal hier, um sicher zu gehen, auf Performance Mode. Dann haben wir ein bisschen mehr Rechenleistung zur Verfügung. Es wird hoffentlich dann besser laufen. So. Wir sind ja schon auf Bildschirm abfilmen sozusagen. Also Vollbildmodus ist das ja auch schon nicht mehr. Ach, der schon wieder. Boah! Ach, sehr gut. Verdammt, ich war zu früh mit dem Ausweichmanöver. Okay. So, mach die Klima schon mal an. Nee, das brauchen wir jetzt nicht. Es sind zwar 26 Grad hier drin und draußen sind es 19. Ich weiß zwar nicht, wie das geht, aber ich glaube, so wenn es jetzt die Tage, also wenn es nachts jetzt so schön... Maschinenpistole. Haben wir die nicht schon? Ja, die haben wir schon. Okay. Wenn es nachts jetzt so wenn es nachts jetzt so angenehm kühl ist, dann sollte sich das ja eigentlich nachts alles wieder normalisieren. Okay, die haben wir noch platt gekriegt, aber die da nicht. Okay, so. Nee, gehe ich erst. Ah, ich wollte gerade mal. Da gehe ich erst hin, wenn ich weiß, dass das hier alles erledigt ist. Okay, er sagt jetzt clear. So, dann einmal alles. Und ja, ich weiß, was man über die Ryzen sagt, aber so schlimm ist das mit der Hitzeentwicklung hier auch nicht. I guess I have you to thank for setting everything up at the oil derrick. Yeah, well, I figured that if we were going to... Das hakt ja schon wieder so. Might as well try to be smart about it, huh? I appreciate it. Ich check noch mal eben. Oh.
da irgendwelche Grafikoptionen? Nee, ist eigentlich alles richtig. Aber es ruckelt bei mir nicht. Es ist nur beim Streamen. Das ist ja komisch. Und? Ich weiß auch nicht, was ich da machen kann. Ich sehe nur, dass da irgendwie, dass da übersprungene Frames drin sind. Es könnte halt auch was im Netzwerk sein, das weiß ich nicht. Komisch, dass das nur bei diesem Spiel passiert, ne? Was denkst du? Died twice. I remember everything pretty clearly now. You said I was gonna be okay. I don't know what happened. Well, it's not your fault. Nee, Netzwerk kann nicht sein. Ich bin ja flüssig. Obwohl, nicht so flüssig wie sonst. I think they did something to the power and they got me that way. I'm sorry. But I got the keys from the dead guy in that room. And I'm not handing them over until you do something about this. I'm sick of getting killed. Fair enough. You seem calmer now. I tried freaking out. Didn't do much good for me. I guess you get used to the craziest stuff. Good for you. Plus, I figured I'd take the edge off, you know? Mm-hmm. Those herbal supplements are pretty good, huh? Oh, yeah. I wanted to try to explain things to you now since you're calmer, but maybe this isn't the best time after all. Oh, shit. Yeah. Better not get all metaphysical on me now. Seriously, I'm like two sentences away from thinking how we could all be like atoms on God's skin or something. Or figments of somebody's imagination? Wow. Wenn wir es nochmal im Vollbildmodus. I'm just gonna try to chill out and not think about that or getting murdered or anything, if you're cool with that. Gotcha. Okay, wir machen das einfach mal so. Ich stelle mal die Grafikoption ein bisschen runter. Weil, ich sehe gerade, schön, das ist ein Vorteil von Windows 10. Ich sehe, dass die Grafikkarte zu hoch ausgelastet ist. Also werden wir mal irgendwas machen, damit die Grafikkarte nicht ganz so schuften muss. Nehmen einfach mal hier das Anti-Aliasing raus, das seht ihr ja eh nicht. Das könnte ja schon was bringen. So. Es ist immer noch nicht so richtig flüssig, ne? Das Geile ist einfach, dass dieses Spiel hier die Grafikkarte scheinbar was Sampling machen wir auch mal, dass das Spiel dem Rechner mehr in Anspruch nimmt als zum Beispiel Doom Eternal, was einfach viel viel besser aussieht. Das gibt's doch nicht, das ruckelt ja immer noch. Ich kann mir das echt nicht erklären. Ah, die Sichtweite. Vielleicht gehen wir da mal hin. Die Auslastung geht aber immer wieder hoch. Das ist echt blöd. Wenn das so heftig ruckelt. Ich starte mal eben. Ja, das ist total und das ist absolut nicht nachvollziehbar gerade. Ich starte mal das Spiel neu, vielleicht. Ich stell das Spiel einfach mal auf Mittel. Hör aus, V-Sync aus.
Weil mir geht's jetzt halt auch nicht um die Grafik und vielleicht muss man das Spiel erstmal neu starten, damit alle Optionen aktiv sind, ne? Kann ja sein. Gerade im Streaming bin ich jetzt nicht so der Grafikfetischist, aber ehrlich gesagt hätte ich gewusst, dass das so ein Problem ist, hätte ich das Spiel direkt anders gestartet. Weil ich habe auch die Möglichkeit, das Spiel quasi als Sekundärmonitor an meine Capture Card zu streamen und dann über die Capture Card aufzunehmen. Das läuft dann immer flüssig. Das ist zwar ein Schritt mehr, aber scheinbar irgendwie erfolgreicher. Gut, versuchen wir es nochmal. Ja. Jetzt einmal zurückkehren. Achso, genau, wir sind hier gewesen letztes Mal. Ich hoffe einfach, dass das nicht zu oft passiert. Das sind die Vögel. It's clear now. Ja, das sind halt so die Probleme, wenn man halt diese Spiele spielt, die nicht mehr so hundertprozentig neu sind. Weil irgendwie. Ja, thanks. You seem calmer now. Tried freaking out, didn't do much good for me. Okay. I guess you get used to the craziest stuff. Sicherungskasten. Boah, er kann ja eine Menge ab. Ruckelt immer noch wie die Hölle, ne? Es ist mir einfach unerklärlich. Wenn es wirklich gar nicht mehr geht, dann sagt mir im Chat einfach Bescheid und dann muss ich leider noch mal einen kleinen Break machen. War das in den letzten Parts auch schon so schlimm? Ich weiß halt auch echt nicht, was das sein könnte, weil ich sag mal, Rechner läuft auf 20%, die Grafikkarte auf 90. Also eigentlich nur in diesem Spiel, ne? Einmal zurückkehren. Wenn wir gleich ein vernünftiges Safe Game haben, dann baue ich uns kurz eine Alternative auf hier. Okay. So bringt das doch nichts. Das macht so keinen Spaß. That's a relief. Here's the keys that you needed. Thank you. Hey, I have to tell you. At the diner, I went there with him. The guy who looks like you. Okay, I know I said that I didn't. Yeah, I figured. Want to talk about what happened at the diner? There was this guy from the observatory and he just attacked the poor dude, smashed his face into the tabletop a bunch of times. It was horrible. I didn't know that he was gonna do that. I swear. And I just ran. I just left him there. I didn't even try to help. There was nothing you could have done. It's not your fault. Well, he's dead in that motel room now, so excuse me if I feel pretty shitty about it anyway. Ist aber jemand empfindlich. So. Dann hoch auf diese selbst auffüllenden Kanister da. So. Lichtkegel zum Speichern, ne? So war das doch. Jawohl, Kontrollpunkt erreicht.
Okay, das heißt, wir werden jetzt einmal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz hier die Verkabelung checken. Ich melde mich gleich zurück. Halte durch. Kann uns ja mal irgendwie zwischendurch hier kurz. Habt ihr einen Musikwunsch? Ich mache uns einfach ein Lied an und dann sind wir hinterher wieder soweit. Gibt's hier irgendwas mit Alan Wake? Nee, das sind irgendwie nicht so richtig die. Egal, ich mach das Doom Crossing Lied an, das ist gut. So, es geht nur 30 Sekunden, Andy. aber ich mach das andere von Chantae an. Ich brauch ein bisschen mehr als 30 Sekunden, um das zu verkabeln. Also, bis gleich. Einen Moment bitte. Ich mache die Musik an und dann melde ich mich gleich zurück. Oh, das wusste ich nicht, dass das Lied so abreißt. Na gut, okay.
Ich habe hier einmal alles neu rausgezogen, Verkabelung neu gemacht. So, stressig. So, okay, gut. Ich muss einmal kurz sicherheitshalber nochmal hier den Codec bearbeiten. Jetzt sieht's besser aus. Gut, dann werden wir jetzt mal einen Test wagen. Das wird jetzt wahrscheinlich erstmal alles ein bisschen komisch aussehen. So, einmal bestätigen. Jetzt, wenn ich das Spiel wiederfinde. So, ja, das. Das Spiel auf dem Hochkantmonitor. Moment. Schade, dass ihr nicht sehen könnt, was das Spiel gerade für komische Dinge treibt. Das ist sehr spannend. So, jetzt. Ah, genau, jetzt ist es wieder auf dem falschen Monitor, aber in der richtigen Auflösung. So. Das ist echt kurios. Das ist wirklich kurios. Okay, vor allem, ich weiß auch nicht, wie das Spiel auf die Idee kommt, einfach auf Monitor 4 zu starten. Also, das macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. Jetzt ist es weg. Gut, dass einem das Spiel 10 Sekunden Zeit lässt, zu sagen, ob einem die Grafikeinstellungen jetzt so gefallen, weil es dauert ja auch so lange, bis das Bild umgeschaltet ist. Ja, okay, gut. Wir arbeiten jetzt mit Blackmagic. So. So. Also, das, was ihr jetzt quasi seht, ist ein vierter Monitor. Der Monitor ist meine Capture Card. Das heißt, ich streame quasi die Capture Card. Und die Capture Card kriegt quasi die Kopie des mittleren Monitors über ein Kabel von außen rein. Probieren wir mal. Vielleicht klappt das besser. Also eigentlich belastet das die Grafikkarte mehr, weil die jetzt noch einen Monitor mehr verarbeiten muss. Da war doch irgendwo eine Seite eben. Ich hab das doch gesehen hier. Also eigentlich muss die Grafikkarte jetzt mehr ackern, aber behaltet mal im Blick, ob das jetzt besser klappt oder nicht. Bitte. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr lieb. So. Für Batman musste ich das doch auch machen. Das ist nicht nachvollziehbar irgendwie. So, Oder er ist ja eigentlich hier gewesen, ne? The fate of countless individuals hangs in the balance, threatened by the machinations of the Herald of Darkness. And yet, for a moment, the Champion of Light breathes a little easier. He has saved one life. For this moment, it is enough. And soon, perhaps, he can put an end to this. Returning to the observatory for what he hopes is the final time, the man feels anticipation and dread in equal measure. Soon, he knows, he will have what he needs. Ich werde nicht bekommen, was ich brauche, weil diese Dreckstür schon wieder offen geblieben ist. I've already taken care of the imaging array, but you should still look into securing the primary coolant flow.
With some luck, you may be able to light the area before these things even show up. Ich bin mir erschrocken gerade. Ich hätte damit rechnen müssen. Und den hat man richtig ranlaufen hören. Aber man merkt, ich bin von anderen Spielen verwöhnt. Da kann man sich wegducken und gleichzeitig die Waffe wechseln. Das geht hier aber gar nicht. Auch wenn du zum Beispiel nachlädst und dann und dabei die Waffe wechselst, das funktioniert. Nachlädst und dich dabei wegduckst, funktioniert auch nicht. Very good. I believe we're ready to look into the sky. Right there, Doctor. Danke dafür. Ja, und die Tür triggert mich schon ein bisschen, aber nicht so sehr wie der Fakt, dass ich wirklich über die Capture Card ein PC-Spiel spielen muss. Wow. Achso, der war schon. Okay. Hallo. Achso, du bist schon. Okay, gut. Dann machen wir es richtig. Erstmal in Ruhe nachladen. So. Jetzt bitte schön. Jetzt bist du dran. So. Soll ja niemand zu kurz kommen hier. Okay. Achso, diese Plusse sind die Leuchtkegel, in denen man sich wieder die Energie voll macht. Aha. Okay, das ergibt alles Sinn. Es ergibt alles Sinn. Die natürlich auch wieder alle nicht funktionieren. Aber wenn das Böse das kann, warum hat er das dann da unten nicht gemacht? Komm, ich wusste doch, dass du hier bist. Combat Shotgun. Haben wir, glaube ich, immer noch nicht genug, oder? Ah, schade. Wie viel hatten wir? 10 von 16 Seiten. Ne, warte mal, das stimmt was nicht. Da sieht man nur, wie viel man jetzt gerade hat. Okay. Okay, so mittlerweile würde ich mich doch über neue. Wow, ach so, einer ist das. Okay. Einmal nachfüllen, okay. Einmal die bitte. Leuchtfackel kann ich nicht. Ach nee, das Karabiner ist gar nicht so toll. Wer kennt's nicht? Autos wegleuchten. So, genau. Wichtig ist erstmal
dass alles nachgeladen ist. Wenn wir gleich an diesem tollen Vorratsschrank stehen, kriegen wir ja gleich alles voll. Achso, nee. Oh, was war das denn? Warum ist die Musik nicht immer so? Aber jetzt musste ich gerade so ein bisschen an den ersten Teil denken, mit diesem, dieser Rockbühne da. Ach, guck mal! Das ist ja nett. Ja, wie sieht's denn jetzt eigentlich aus mit dem Bildaufbau? Ist das jetzt besser? Doctor? You know, I know physicists who would give 15 years of their lives for a chance to experience something like this. I'd imagine that being stalked by horrible axe murderers would curb their enthusiasm a little. Clearly you've never met hardcore physicists. I'm glad you're in such good spirits, but... The signal! Yes, it's completed! Finally. If all goes well, this should be the last time we go through the loop. You know, I just realized that I don't have any memory of what happens after you leave. What does that mean? I don't think it means anything. If everything goes well, you just keep going. I don't show up here like this again, no more bad guys. Things go back to normal. Let's hope you're right. I'd love the opportunity to look into this in more detail. Sorry, ich muss das einfach machen. Like you've accepted this situation. Muss das für die Arbeit tun. I'm a pragmatist. If this is a delusion, at least my first psychotic episode is anything but boring. Really, Mr. Wake, at the end of the day, I'm a scientist. I love mysteries. I love not knowing. Whatever else this might be, it's absolutely fascinating. I wonder how far this reaches. Is everybody in the world experiencing this? Who knows? I think reality is probably pretty fragile right now. Doctor, I can see you're very enthusiastic about this. I'd appreciate a bit of discretion. Are you suggesting that we should suppress this? No. You can do what you like, but I want you to leave me out of it. But surely, with the things you know, the things you've experienced, you can replicate any of these results. We could- Let me be blunt. If you drag me into this, I'll deny everything. I'll lie like my life depended on it. And writers are damn good liars. Word of advice, this is things man was not meant to know territory. You get into this, chances are you'll open up a door into a world of hurt. Believe me, I know. See. In a strange way, he feels at ease. He is armed with his own words, and when the time comes, they will be enough or they will not. For now, he's content to let the currents take him toward
the final confrontation. Aber wo du gesagt hast, eingeparkt, ne? Once more, da muss ich ein bisschen an so einen Sketch von Ladykracher war es, glaube ich, nicht. The man has his share of weaknesses, perhaps more, but cowardice is not among them. Da hatte Anke Engelke, glaube ich, irgendwie so ein, ich weiß nicht, das muss so ein Mini oder sowas gewesen sein. Es war auf jeden Fall kein sehr großes Auto und hatte eine gigantische Parklücke. Also vor sich bestimmt einen Platz frei und hinter sich einen Platz frei. Vielleicht sogar zwei. Es war wirklich riesig, diese Parklücke. Oh, you got yourself a little plan, do you? Boah. Mit der Kleinknarre ist dem nicht so gut beizukommen. Boah. Boah, das war nicht so gut. Ja, jedenfalls war das halt so, sie fährt halt vor und zurück. Man sieht erstmal die Parklücke gar nicht. Und dann zoomt die Kamera raus und man sieht einfach, dass das halt richtig, richtig viel Platz ist. Und dann, sie beschwert sich, dass sie zugeparkt ist. Und dann fragt sie eine Passantin und von wegen, ja, ich bin hier total zugeparkt worden. Und sie so, ja, ich sehe das, ist ja furchtbar. Die hat das voll ernst genommen. Ja, Situationskomik. Nacherzählt ist das irgendwie nicht so witzig. Boah! Boah, der war so hell. Ich habe gar nicht gesehen, was das überhaupt war. Okay, viele Gegner. Jetzt wird... Ah, es ist wieder der da. Okay. Genug vervielfältigt, Dauerfeuerabenteuer. Nee, funktioniert nicht. Da, da, da. Da, da. Okay, und schon wieder nachladen. Oder erst. Zwei da, der da. Ja, ist die Maschinenpistole sogar fast besser, ne? Also. Ich meine, die Maschinenpistole, die hat einfach nochmal 5 Schuss mehr. Hoppla. 4 Schuss mehr. Aus hier. Okay. Munitionstechnisch nicht besonders gut. Perfekt, um wieder aufzufüllen. Das ist die Dumpham. Okay. Man muss nur die blinkende. Ja, die Wochenshow war gut, ne? Aber ich habe auch, ich habe da mal von Maskengeschmack TV einen Clip gesehen, das war. Glaube ich, so Live-Kommentar war das da? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Es war auf jeden Fall
wo er sich so teilweise alte Sachen angeguckt hat und dann hat er das live kommentiert. Und da muss man halt auch sagen, da muss man sagen halt, die Wochenshow ist nicht besonders gut gealtert. Also das fand man zu der Zeit vielleicht noch ganz witzig, aber man muss halt schon sagen, manche Sachen sind einfach heutzutage nicht mehr so witzig. Also irgendwie man hat es halt damals irgendwie komisch gefunden, klar, aber also es ist halt auch viel sehr sehr auf die Zeit bezogen. Und dann denkt man sich teilweise, ja, was haben die denn eigentlich mit der und der Person, und man kann sich an die überhaupt nicht mehr erinnern, weil das irgendwie so eine unwichtige Person auf die Zeit gewesen ist, aber damals war die irgendwie ständig im Fernsehen. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie wenn man jetzt irgendwie in ein paar Jahren von hier Daniela Katzenberger spricht. Never getting out of this wake, never. Kennt vielleicht auch später niemand mehr. Oh, jetzt fährt er aber auf hier. Okay. Ja genau, ist da auf die damalige Politik und auf die Gesellschaft bezogen. Und dann guckt man sich die Sachen an, wie zum Beispiel von Boris Becker, und dann geht's halt echt ums Tennis. Und ich meine, so mittlerweile ist die Assoziation zwischen Boris Becker und Tennis gar nicht mehr so da. Weil natürlich, dadurch ist er halt berühmt geworden, aber irgendwie, warum ist er eigentlich immer noch berühmt? Das finde ich, ist ein interessanter Verlauf. Ich meine, jemand war vor einigen Jahren mal gut in Tennis und auch heute kennt ihn jeder. Oh, das kennt ihr von Kalkofe, diese Clips, wo Boris Becker sein Buch vorstellt. Oh, das ist der Hammer. You think whatever it is you're gonna do is gonna make a difference? This will end up just like before. Ja, hier dahinter ist auf jeden Fall eine Seite, da müssen wir mal hin. Okay, der hat sich aus. Ah, komisch. Oh. Ja, wobei ich muss auch sagen, ich kenne eigentlich auch die heutige Gesellschaft nicht mehr wirklich. Damals habe ich einfach viel, viel mehr ferngesehen. Oh. Das nicht hier irgendwie kommen? Nee. Ach doch, da vorne. Hatte man nicht irgendwie auch Granaten werfen?
Muss mal ganz kurz. Da gab es Steuerelemente. Ah ja, so heißt das. So. Hier mal das werfen. Ach, mittlere Maustaste. Das wird wahrscheinlich Granate sein. Ah, ja, klappt. Ich hätte jetzt zwar gedacht, dass er ein bisschen weiter wirft, aber. Okay, man kann natürlich auch diese Dinger da werfen, ne? Ah, verstehe. Okay, jetzt habe ich es kapiert. Man muss gedrückt halten, damit man sie quasi als Waffe anlegt. Und dann kann man mit dem normalen Zielen. Das ist nicht so gut gerade. Erstmal. Nicht so gut. Boah, jetzt wird's aber voll hier. Die Dinger sind auch weg. Aber hier, da hinten ist noch einer. Okay. Gehen wir mal direkt hin und werfen hier mal so eine Fackel hin. Sollte auch ein bisschen was bewirken. Okay. Da hinten ist noch einer. Okay. Das hätte ich gleich so machen sollen, das ist besser. Okay. Munition aufs Extremste runtergefahren. Na gut, okay. Theoretisch jetzt ist ja eigentlich Ruhe und es geht gleich also wahrscheinlich wieder ein neuer Timeskip, weil wieder irgendwas nicht richtig ist. Dann ist das doch eigentlich der perfekte Moment. Noch mal hier hinten irgendwie zu gucken, ob hier noch irgendwo eine Seite ist. Ich habe hier ein Fragezeichen. Da hinten ist das. Ja, da ist dieser Radar nicht besonders groß, aber. Ich habe mir schon gedacht, dass auf dieser Map definitiv noch ein bisschen mehr versteckt sein muss. So, wir können ja mal hier F5, genau. Das heißt, auf dieser Karte hier sind noch einige Seiten übrig. Das ist doch eigentlich jetzt der perfekte Zeitpunkt, sich hier mal genauer umzuschauen. Okay, also da in diesem Häuschen, also auf der Rückseite von diesem Vorratsschrank. Pistolenmunition, nee, warte mal. Muss doch hier irgendwie, ach, guck mal da. Yeah. Gut, wir haben jetzt auch den Vorrat nochmal aufgefüllt, also wenn jetzt nochmal irgendwie Gegner kommen, ist das gar nicht so schlimm. Gespeichert wurde auch. Und solange, ich denke mal, solange die Aufgabe ist, das Gebäude zu betreten, kann man sich hier wahrscheinlich relativ frei umschauen.
Vielleicht kann man eigentlich rauslaufen hier. Ich meine, hier muss man ja wirklich gar nicht hin. Aber hier ist auch noch eine Seite. Na gut, das kann auch alles sein, dass man hier später nochmal hin muss. Ich habe wirklich auch gar keine Ahnung, wie weit das Spiel noch geht. Okay, das hier sieht nach Levelende aus. Ach, schau an. Also das wirkt auf mich nur so, von wegen fühl dich nicht zu sicher, nur weil du jetzt auf den Trigger warten kannst, heißt es nicht, dass hier generell niemand mehr ist. Das war alles, was mir dieser Encounter gerade gesagt hat. Ich such trotzdem erstmal in Ruhe hier nach Seiten. Also vielleicht ist hier hinten noch irgendwo was. Wir gehen einfach mal am Rand der Area lang. Okay, hier ist nichts mehr. Aber hier, wo wir eben bei Comedy und so waren, ne? Ich hatte vorhin mit Andy erst das Gespräch wegen Mensch Markus. Und diese Clips sind so zeitlos. Und ich finde das so schade, dass man diese ganzen Mensch-Markus-Staffeln nicht mehr kriegt. Ich würde mir so eine DVD-Box kaufen, wenn es die gäbe. Da vorne ist... Aha, das heißt, wir müssen einmal hier auf die andere Seite. Ach, guck mal, da oben ist auch noch... Ach, die Ecke ist das! Okay, wie kommen wir denn da auf die andere Seite? Dann müssen wir uns hier vorne irgendwie durchmogeln, ne? Ah. Die komische Frau ist aber auch noch da. Ich glaube, diesmal ist sie nicht befallen. Also so viel scheint wir irgendwie schon geändert zu haben. Moment mal. Fragezeichen ist außerhalb dieser... Okay. Jetzt müssen hier nochmal zurück. Ach, das ist dieses Startgebiet, ne? Hier sind wir reingekommen. Okay, sie ist doch nicht normal. Man hört sie zumindest brabbeln. Aber es könnte natürlich auch... Da hinten ist doch auch schon wieder eine Seite. Das ist doch unfassbar. Jetzt, wo man mal nicht so durchprescht, merkt man, wie viele Seiten man eigentlich übersehen hat. Das sieht jetzt bestimmt schon wieder ganz, ganz anders aus. Hier, eins, zwei. Zwei Seiten fehlen noch. Okay, das ist ein, hier kommst du nicht weiter. Oh, Switch Reloaded war auch toll, ja. Eigentlich fand ich auch die alten Switch-Sachen gut, aber Switch Reloaded war echt nochmal eine Spur besser. Und ich hatte das, ich hatte wirklich befürchtet, gerade so eine Neuauflage einer Serie, die man schon gerne mag, da befürchte ich einfach häufig, dass das nichts ist. Okay. Diese da ist die einzige Seite, die uns jetzt noch fehlt. So, das heißt, schön. Ach so, genau. Da ich glaube, beim Haus war lieber noch mal sicherheitshalber hier hin. Kann hier einfach irgendwo noch am Rand sein. Boss. Okay. Da hinten ist noch mal dieses Souvenirs-Ding. Ich weiß nicht, ob man da hinkommt, aber es schadet auf jeden Fall nicht. Nichts nochmal hier nachzugucken.
Armbrust ist schon geil, aber irgendwie mag ich dieses Autofeuer. Das, ich glaube, ohne würde ich nicht auskommen. Ah. 16 von 16. Bingo. Also, Max Giermann ist auch echt gut. Also der ist so ein, Satire-Talent, das ist unglaublich. Da kann er irgendwie einfach gefühlt jeden nachmachen. Und ob es jetzt irgendwie als Klaus Kinski ist oder als hier Rach der Restaurant-Tester oder Stefan Raab oder Hugo Egon Balder. Es gibt so Leute, die sind einfach verdammt gut. Ich glaube, beim nächsten Abschnitt werden wir es auch wieder versuchen. Zugangscode eingeben. Alle Seiten zu finden. Mittlerweile sollten wir es eigentlich hinkriegen. Is almost here. All he needs to do is change the details of the scene, push it past the breaking point, and the rest will snap into place. Es war spät abends. Es ist spät abends. Der Sommer war schon fast vorüber. An der Wand hing ein Werbeplakat im Film Noir-Stil. Das war die Beziehung. So, ein Scheinwerfer ließ den Feuerlöscher rot aufleuchten. Alices Film lag im Projektor. Ah ja, da ist die Filmrolle. So. Hab ich jetzt, wo ist jetzt der Projektor? Ich hab den irgendwie. Da. Welcher? Okay, bei dem einzigen, bei dem es geht. Der da. Okay, ich glaube, wie war es? Wir mussten das, glaube ich, mit der Zeit als letztes machen, ne? Das hat immer den. Ja genau, das hat diesen Trigger ausgelöst. Oh, come on, buddy. Why don't you. What? What is this? Is it really you? It's really me. How? I love you. I love you. Mm-hmm.
apart for far too long, enveloped in the light of a glorious dawn. They both feel it. He's home at last. Are these actual events, or merely a dream? A memory, or a glimpse of what is to come? One thing is certain. This scene takes place in another time, and another place, far, far away from Night Springs. Das war alles? Komm, jetzt. Also. Das bin jetzt nicht nur ich, ne? Das Spiel war wirklich verdammt kurz, oder? Und laut! Watching the sun come up.
Also das war vielleicht ein DLC, aber das war doch kein richtiges Spiel. Wie lange war das? 5 Stunden? Von mir als Nicht-Shooter-Spieler, also... Eieiei, das war ja wohl nix. Ja, wir könnten, ich meine, jetzt haben wir sowieso noch ein bisschen Zeit über. Wir können einfach, ich weiß gar nicht, kommt man hier einfach wieder rein? Wir können ja nochmal gucken, ob wir noch alle Seiten finden. Ach so, das ist der letzte Schritt vorm Ende. Einmal verlassen. 10 wiederholen. Normal. Ich weiß jetzt nur nicht, was ist. The man has been brutally spat out from the darkness that surrounds the shores of our reality. He has ich glaube a decisive battle in Night Springs. Ah, ich glaube, das ist jetzt die erste Version. Ach so, das sind die verschiedenen Kapitel. Okay, das heißt, wir... also weil man ja durch jedes Kapitel mehrmals durchgelaufen ist, kann man jede Szene nochmal für sich wiederholen. Also könnten wir... Ach so, ist das okay. Moin Kevin! Ist man bei Lösung wieder quasi im ersten Abschnitt? Ja, genau. Das ist das, wo wir hinwollen. Each time he gets a little closer. Each time another detail falls into place. Genau. Theoretisch müssten wir nämlich... Okay, hier fehlen uns noch 6 Seiten. Now the trap Moin Ta. The Herald of Darkness. So, jetzt geht's... In diesem Ablauf hauptsächlich darum. Verdammt. Jetzt haben wir ja hier auch nicht mal die Waffen von diesem Lauf. Wenn jetzt hier die fetten Gegner anrücken, dann könnte das ein bisschen schwierig werden. Natürlich sind sie da. Holy shit! What are you, the King Hillbilly? Den Sound auch wieder laut machen. So. Okay, geht jetzt vor allem darum, irgendwelche Seiten noch zu finden. Also immer den Radar im Blick behalten. Right on cue, bubbling to the surface from untold depths, the horrors. The emerging monsters do not expect the warm reception that has already been prepared for them. Jetzt ist die Frage, ob man Seiten jetzt finden kann hier oben. Deswegen schauen wir uns jetzt hier erst nochmal ganz genau um. Weil hier, wenn hier gleich alles brennt, dann können wir hier nichts mehr einsammeln. Aha, da vorne ist zum Beispiel... eine Seite. Vorne ist auch noch eine Seite. Oh,
Schauen uns erstmal in Ruhe um hier. Vielleicht ist ja wieder irgendwo mitten im Auf irgendwas versteckt. Das hier sieht ziemlich nach dem. Nach dem hier sollst du nicht weiter Nebel aus. Okay, ich glaube, dann können wir da oben erstmal Feuer legen. Aber ich gehe sicherheitshalber nochmal hier unten lang, ob da noch irgendwas ist. Aber mal ehrlich, das Spiel ist doch wirklich verdammt kurz, ne? Also, ich finde, es ist nicht nur verhältnismäßig kurz, es ist auch, also im Vergleich zum ersten Teil ist es viel einfacher. Also ich meine, ich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn ein Spiel jetzt nicht so bekloppt schwer ist, ne? Also ich störe mich da auch nicht dran. Ich mag das auch ganz gerne, wenn man das Spiel gut schaffen kann, aber, irgendwie, ich weiß nicht, es ist nicht lang genug für einen vernünftigen, für so einen vernünftigen Fortschritt. Normalerweise ist das ja so, wenn man ein Spiel anfängt, erstmal wird man ein bisschen an die Mechanik, also an die Spielmechanik rangeführt, dann kommen quasi hier und da neue Elemente dazu. Und dann wird es fordern da, so nach und nach. Dass man halt ein bisschen mehr leisten muss, ne? Und dann wird man hier und da auch mal vielleicht ein bisschen etwas überfordert vielleicht, ne? Aber so dass man halt auch merkt, man wird besser, ne? Aber dafür braucht man eine Weile. Ich finde 5 Stunden ist ein bisschen wenig. Wobei man sagen muss, die Musik ist gut gemacht und das mit diesen richtigen Schauspielern in den Zwischensequenzen, das gefällt mir auch sehr gut. Zerstörung entgehen. Jetzt wollen wir zu Emma. Ja gut, okay. Ich meine, wenn das... Hoppala. Boah. Der Kollege da hinten ihn weggeballert. Das sah gut aus. Ich hab gedacht, der wäre gegen mich. So. Dann wollen wir mal zum Döner da hinten. Und man muss ja zumindest mal gucken. Aha, da ist das Fragezeichen nämlich auch schon. Wie viele brauchen wir denn jetzt noch? Okay, 4 Stück brauchen wir noch. Eine von denen liegt hier. Dann können wir uns gleich nämlich auch das gesamte Skript anschauen. Das heißt, wir müssen eigentlich nur noch einmal den Zeitdurchlauf so schaffen. Das sollten wir ja zeitlich, sag ich mal, recht locker hinbekommen. Ich habe übrigens ja Urlaub, das heißt, ich muss jetzt nicht sehr pünktlich Feierabend machen. Das heißt, wir können uns hier wunderbar die Zeit nehmen, die wir brauchen. So. Okay, also, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, brauchen wir noch 3 Seiten. Die müssten hier noch irgendwie auftauchen. Okay, da vorne ist auf jeden Fall eine davon. Ein Pool.
Da vorne ist auch noch eine. Das habe ich auch gerade gesehen. Wahrscheinlich in einem der Räume. Ah, nee. Das scheint... Oh, noch eine. Zwei Seiten hier. Okay, diese, die sieht da, sehe ich da schon. Okay. Und, da. Ah, hier. Da ist er. Okay. 21 von 21. Jetzt zu die Frage, gilt das schon quasi als gesammelt oder muss ich den Abschnitt jetzt quasi auch noch so, sag ich mal, einfahren? Muss ich das jetzt quasi erfolgreich abschließen oder? Noch Maschinenpistole, die gefällt mir viel besser. Lass mich erstmal wechseln hier, du bist noch nicht dran. So, jetzt bist du dran. Monika! So. Einmal nachladen, was wir so zum Nachladen haben. Öffnen. Upp. Toll, das sieht gut aus. Und hier auch einmal. Wunderbar. Gut, So, okay. Weiteres Getratsche brauchen wir jetzt nicht. So, Sicherungskasten. Ach ja, stimmt. Der Abschnitt ist ja eigentlich auch im letzten... in der letzten Zeitphase gar nicht mehr so lang. Weil wir eigentlich nur hinter das Haus müssen, da noch ein paar Viecher wegräumen. Sicherungskasten. So, zu Emma zurückkehren. Dann holen wir uns ja diesen Generalschlüssel für das Motel. Dann brauchen wir eigentlich nur noch zu dem Sternwartenschlüsseltypen gehen. So. Wir speichern einmal kurz. Aus Prinzip. So. Und dann einmal hier hin. Sternwartenschlüssel holen. Kapitelende. Jetzt interessiert es mich umso mehr, wie wohl ein Speedrun von dem Spiel aussieht. Wenn du wirklich genau weißt, was du brauchst und mit dem Abschluss eines Levels, zum Beispiel mit dem... Du hast ja diese Lichterketten da vorne, die sind ja an, wenn du den Stromkasten anhast. Also, wahrscheinlich kannst du viel skippen. Returning to the observatory for what he hopes is the final time, the man feels anticipation and dread in equal measure. Soon he knows. Ach, das kann ich mir auch denken. Also. Das ging mir übrigens lange Zeit über genauso. Ich habe wirklich die meiste Zeit habe ich eigentlich immer gesagt, so Speedruns ist doch kacke. Da geht halt sämtliche Stimmung in dem Spiel verloren. Die 5 Seiten brauchen wir hier noch. Erstmal schauen wir, ob man hier auf dem Rückweg irgendwas findet. Okay, nein, findet man nicht. Ja, es geht halt irgendwie so ein bisschen die Atmosphäre verloren, dadurch, dass das Spiel quasi nur noch ein... Naja, es ist dann... Ich meine, man hat halt Bosse, man hat Atmosphäre, man hat diese Spannungsbögen, die das Spiel ja quasi auch dir erstellen möchte, ne? Also... Das Spiel möchte ja eigentlich, dass du mal ein bisschen ins Schwitzen kommst, dass du ein bisschen Angst kriegst, ne? Dass du vielleicht ein bisschen mitleidest, ne?
Wenn's mal wenn da irgendwer Gutes stirbt und so, das sollte ich ein bisschen. Oh, der hat wehgetan. Das sollte ich da eigentlich ein bisschen mitnehmen und so. Das sollte ich mitreißen, das sollte ich so ein bisschen packen. Und dann kommt halt so ein Typi an und rennt da überall durch und diese ganzen spannenden Szenen und so, die werden einfach weggeskippt. Ich kann schon verstehen, dass es genug Leute gibt, die Speedruns echt scheiße finden. Ja, wobei, also natürlich das Thema hatten wir schon, ja. Allerdings muss ich da halt auch sagen, dass also das hatten wir jetzt genau. Jetzt muss ich mal hier kurz abchecken, ob da noch irgendwo was ist. Nee, aber hier ist auf jeden Fall ein Vorratsschrank, den nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit. Ja, also ich sehe es ja genauso, ne? Aber ich habe trotzdem auch so einen gewissen Spaß daran, Speedruns anzuschauen. Auch gerade deswegen, weil, also ich finde besonders die Spiele bei Speedruns besonders interessant, die eigentlich keine wirkliche Story haben. Was wie Mario oder so. Also, du spielst doch kein Mario wegen der Story. Ne? Also. Okay, doch lieber das Ding. Mann, da hat sich aber gut an mich rangeschlichen hier. Die Shotgun ist richtig kacke. Okay, jetzt auf jeden Fall noch mehr Zeugs zum Mitnehmen. Ah, da hinten ist noch was. Kann man da überhaupt durchlaufen? Sollte man da durchlaufen? Kann man ruhig, okay. Ja, lustige Spiele. Ich finde, lustige Spiele sind aber auch nochmal eine Kategorie für sich. Also Spiele, die sich selbst nicht so ernst nehmen. Also Deponia zum Beispiel. Ja, genau. Also die Herausforderung ist es halt. Ne? Also den Leuten, denen geht es ja nicht darum, irgendwie das Spiel, die Atmosphäre des Spiels irgendwie besonders kaputt zu machen oder so. Das hat, die haben ja keine bösen Absichten dabei, wenn die sagen, ja, wir wollen halt einen Speedrun von dem Spiel machen. Okay, so langsam wird die Piff-Puff-Munition hier ein bisschen alle. Aber ich bin der Meinung, hier vorne war noch welche. Ach so, und hier war ja dieser die Combat Shotgun. Jetzt lasst mich doch verdammt noch mal hier eine vernünftige Waffe anlegen. Was ist denn mit euch los? Boah. Okay, die geht natürlich ganz anders ab, ne? Die gefällt mir. Okay. Aber irgendwie. Ach ja, okay, so einer ist das wieder. Okay, der ist noch nicht aufgelöst. Oh, ich hab daneben geschossen. Okay, gehen wir erst rein oder schauen wir uns dann um? Nee, warte mal, wenn wir drin sind, dann kommen wir nicht wieder raus. Genau, wir müssen jetzt erstmal hier uns in der Umgebung umschauen. Ich hoffe jetzt einfach, dass nicht noch viel mehr Gegner auftauchen, weil viel HP habe ich jetzt auch nicht mehr und einen Safe Spot gab es ja auch nicht.
scheint auch nichts weiter zu sein. Wie sieht es eigentlich mit dem Schnitt aus? Okay, 14 von 16, also 2 fehlen noch. Ja, also da muss ich aber Bethesda recht geben. Also mit Retro hat das Speedrunning gar nichts zu tun. Also auch moderne Spiele werden gerne gelaufen. Also es ist zwar schon richtig, dass viele ältere Spiele da so ein bisschen mehr zu einladen. Gerade die halt in 2D sind, die sind einfach ein bisschen schneller zu lernen. Kommt natürlich auch ein bisschen aufs Spiel drauf an, aber so, ich sag mal, die meisten. Gerade diese Jump'n'Runs, ne? Also da kannst du einfach gut lernen und wirst du halt besser, ne? Die 3D-Spiele können das aber genauso gut wie die ganzen Dark Souls-Spiele da. Ah, da ist die letzte Seite. ...53 von 53. Okay, jetzt bringen wir das nur noch nach Hause. Und da können wir bestimmt das Manuskript auch abarbeiten. Ach nee, da kommt man bestimmt wieder nicht hoch, weil es ja irgendwie abgesperrt da oben. Also ich glaube, ja gut, also streng genommen, ich glaube, sogar dieses Spiel kannst du irgendwo schon unter Retro packen. Das hat bestimmt auch schon seine paar Jahre. Also ich weiß halt nicht, ab wann für dich Retro anfängt, ne? Also, wenn du sagst so, ja, 10 Jahre plus, dann, rechne mal zurück, dann sind wahrscheinlich, ich weiß gar nicht genau, aber dann sind wahrscheinlich die Xbox 360 Spiele und so auch schon Retro. Aber dann ist ja Mario auch Retro. Ich finde jetzt eigentlich, Paper Mario mit hier Origami King, dieser neue da. Der sieht ja auch nicht realistisch aus. Das ist eine interessante Herangehensweise da. Habe ich so in der Form auch noch nicht gehört. Tja, was sagst du denn zu dem Soundtrack? Ist doch gar nicht so scheiße, oder? Autsch. Oh. Ja, für ein Spiel ganz okay, ne? There I have it.
violating the laws of physics in my observatory. That's just rude. Are you all right? Das habe ich letztes Mal gar nicht gelesen. I'm glad. I'll send the lift down to you. I remember okay. Our previous encounters very clearly now. But technically, if this really is a loop in time, we've never met before. I don't know why our awareness persists, but it's bloody fascinating. In a strange way, he feels at ease. He is armed with his own words. So, dann haben wir noch alle Manuskriptseiten gesammelt. Achso, ich kann. For now, he's content to let the currents take him toward the final confrontation. Das finde ich immer ziemlich schwierig, weil es auch, sag ich mal, Cartoon-Optik gibt, die auch nicht retro ist. Das hat man auch nicht stets versucht. Es gab von Anfang an Spiele, die hatten gar nicht vor, echt auszusehen. So, Manuskriptseiten. My name is Alan Wake, and I'm a writer. Oh, warte mal. Wenn das so ist, dann gehen wir jetzt erstmal mal nach, ob man das jetzt zurückgehen kann. So, Sammelobjekte, Manuskriptseiten. So, dann haben wir jetzt nochmal ein bisschen Film vor uns. Jetzt schauen wir uns erstmal an, was die da so haben. Finde ich gut, dass das vorgelesen wird. Also, dann können wir jetzt hier Seite für Seite uns mal die Story anhören. Das soll noch ein bisschen Zeit haben. My name is Alan Wake, and I'm a writer. I didn't become one overnight. Like most writers, I struggled with it. A short story here, an article there. Then I got lucky and spent a year as a staff writer on the Night Springs TV show. It wasn't the great American novel of my fantasies, but it taught me discipline and craft, and the difference between wanting to be a writer and actually writing. Mr. is a twisted copy of me. Powerful and dangerous. But I know I can fight him. I don't think anybody else can. They don't understand what he is, what he represents, or that all the horrible things he does here are almost insignificant compared to what he will unleash on Earth given the chance. But I've survived the dark place, and it has taught me things. How to cope, how to stay sane when the world goes crazy. He's two steps ahead of me, but I can find him. And I believe I can stop him. The reality we take for granted is softer, more adaptable than we think. Under correct conditions, you can reshape it, turn it into almost anything you want. When it happens, almost nobody notices. It's not that we forget, it's that after the change, there's nothing to remember. Only those who have been directly touched by the powers that can shift reality are aware of the changes. Many are driven mad by it, others can cope. I'm one of those people. And I know how to wield that power to rewrite reality. To change reality, you nudge it into the right direction. Your version of it is there, waiting. It wants to come true. All you need to do is help it achieve its potential. The devil is in the details. You change the details of the scene to match those on the page. If you get the details right, if you achieve that critical mass, the shift will come, and the rest of your new reality overrides the existing paradigm. The lie, no matter how outrageous, is now the truth. Some of the Taken aren't protected by the darkness like their comrades. Instead, their aversion to light is so extreme that they literally split into two when they encounter strong light. It leaves the two halves weaker, but of course, there's strength in numbers. It's a disturbing development. The dark presence I faced 2 years ago was powerful, but it didn't have much in the way of imagination. Clearly, the same cannot be said of Mr. The strands of webbing glistened in the beam of my flashlight, fine, almost ethereal. They were fresh and right in my path. I held my breath and waited, ear straining. Nothing. I moved on, concentrating on the task at hand. Just get what I was looking for, then leave. That's all I keep telling myself. For a moment, I actually thought it might be as simple as that. Then,
I heard too many legs skittering across the ground. My own face peered back at me from the TV screen. For a moment, I struggled with the sensation of déjà vu. How many times have I seen myself like this now? And then there was that easy grin that never seemed quite as quick or natural on my own lips. The dark, malicious twinkle in the eyes. And I knew who I was looking at. As he pulled back and revealed the room behind him, my throat went dry. There was nothing I could do but watch. At the oil derrick, the wheel had been jammed in place and turned until the oil gurgled and flowed thick and flammable. The warning lights were blinking in a fast rhythm, bright and steady, powered by the battery. The Kasabian CD was playing in the boombox, all distorted guitars and intense beat. High above, some piece of orbital junk or another collided with the satellite, knocking it radically off course. Trailing debris, it screamed down from the skies at an impossibly steep angle. All that high-tech engineering reduced to nothing more than a bullet that would destroy whatever it hit. I'm trapped in the darkness. He has started appearing to me. Mr. Sk... He can travel back into the world effortlessly, and he loves to rub my face in it. At first, he was just an echo in the darkness, a flicker beyond the edge of my vision. Now he started showing himself, getting bolder all the time, telling me what a great time he's having in the world while I'm stuck here, and what he plans to do, especially to Alice. All the moves I have left are dangerous and desperate. I have no choice. I have to hunt him. I know that when I arrive, the clarity of vision I have now may disappear. I've made my plans. I've prepared for this. But I know the transition from the dark place will be hard on me. And not just physically. It may affect my mind, my memory. These pages should help me remember and focus. That's worked for me before. Even if that fails, I think I will be able to trust my instincts. I'm navigating my own story. I'm hoping I'll know where to go and what to do, even if the details elude me. I don't make friends easily. I know plenty of people, but I don't let most of them close. I've known Barry Wheeler ever since we were little boys. We had the time of our lives. I'd get us in trouble, and he'd talk us out of it. Things haven't changed that much now that we're grown-ups. He's the most loyal and dependable person I've ever met, and all the things that count anyway. You could call him a weasel, and you wouldn't be entirely wrong. You could call him a clown, and I would reluctantly agree. But he has never let me down. Alice and Barry, my wife and my best friend, are easily the two most important people in my life. And they've never really gotten along with each other. I suppose both of them resent the other's intrusions into what they consider their domain. After I was gone, they maintained an uneasy truce. My book stayed in print, still selling, the licensing machine churned away. She was my wife and controlled the intellectual property. He was my agent and took care of the business. I wish they found more common ground than that. Night Springs doesn't exist. It's a fictional town from the TV show I used to work on. It was Any Place USA, a place we used as a backdrop for whatever strange story we had that week. One of the stories I wrote for the show involved a man, the champion of light, fighting his evil double, the herald of darkness. It was something I'd written back in the real world, something I had a link to, a framework I could build on. I had adapted it into a new story, this story. Now Night Springs is in Arizona, although not for long. It's in Arizona because whatever the town that has become Night Springs is really called is located near one of the thin, worn places in the world where dreams and reality flow together and life is always a little strange. Perfect analogy for Night Springs. I can't return to the real world. I've tried, but I'm operating on dream logic, forcing the door open a crack so I can slip through. I can enter the strange little town of Night Springs. All I did was put in Arizona for one night. In Bright Falls, I was constantly under attack by birds that were more shadow than flesh and feathers. But this is an evolution. Some of the taken were actually capable of turning into a flock of birds to escape my attacks and turning back into human form to make surprise attacks.
With all the herbs, crystals, and the rest of her New Age paraphernalia, Emma Sloan had been called a hippie and a freak and worse. It was that small-town mentality. She was a female mechanic, and even in 2011, there were always going to be backward shit-kickers who thought that was a hoot. She didn't mind. She could deal. She could take any engine apart, even the new ones with all the computers in them. Turned out that these boys were awful polite while waiting for her to put them back together. Tor and Odin Anderson, old gods of Asgard. I still don't quite know what to make of them. I know they used to be rock stars who modeled their stage personas after Norse gods. I know they're old. I know that in their day, they fought the darkness as I do. I know they're demented and insane, ravaged by age and self-abuse. But there's something in them, something powerful that took hold when they were touched by the powers beyond. A thing that goes far beyond just stage names. Something godlike. The Anderson brothers should probably have been in a facility somewhere, despite their tendency to escape from such places. It could be argued that they had no business being on tour, considering their condition. Their lives mostly revolved around the laundry list of ailments and their endless quest for liquor. But Barry Wheeler managed them now. And whatever else they might say about Barry, he knew how to make things happen. And honestly, it wasn't like the Andersons were the most difficult clients he ever had. Getting the Andersons into the recording studio was a struggle and a half. But once they actually picked up the instruments, something happened. They were two old men, and they weren't. They were doddering bags of bone, and they were barely contained power. And there was music. Barry rubbed his hands together. He knew how to pick a winner. Now all they needed was some direction on how to make things a little more modern. Barry had never produced a thing in his life, but he knew what he liked. He knew Balance Slays the Demon was going to be a hit. I have seen the darkness twist flesh into new shapes before, but encountering these giants is an extremely disturbing experience. It's as if the genre has been switched on me. There's something out of Pulp Fiction. Twice as tall as normal men and stronger than forklifts, their lumbering gait and slow-witted demeanor brings to mind some kind of mean-spirited caricature of a feeble-minded hillbilly. Emma wasn't sure exactly when the man arrived at the motel, but from what she could tell, the party started almost immediately. It was infectious, spreading from one room to another. He was mercurial, almost as if he was flickering through the scene, telling a joke here, throwing an insult there, oozing sex and violence and excitement. She had never seen someone like this before. He looked at her and smiled, and she felt her heart flutter a little. She knew he was the kind of man mothers warn their daughters about, but she told herself it didn't matter. As a storyteller, my first real love was crime. And it was in that genre that I finished my first novel, starring the perpetually miserable Alex Casey, whose entire life was a wound that never healed. The books sold as fast as they hit the shelves. I wrote 5 more Alex Casey books, and they all were bestsellers. I became rich. I became famous. Success brought pressure, and I didn't handle it very well. The pressure of success got to me. My wife, Alice, was the sole thing in my life that anchored me. Suddenly, it wasn't enough. I couldn't write anymore. I distracted myself with wild parties and whatever trouble I could scare up. I wallowed in the drama of my life, sure that Alice would stick with me even though she didn't sign up to be the lifeline of a tortured artist. It was my dumb luck. She's not the type to give up. I've seen the enemy, and it's me. I faced dark horrors before, things that live in the unimaginable pressures of the world beyond our own. Sometimes they masquerade as humans. That's what ultimately lurks inside Mr. He's every mean-spirited tabloid story about me, an evil caricature, a creature formed in that vague territory of misconceptions, half-truths, and the dark imagination of people who heard a story about me. An urban legend made flesh, a serial killer. My dark half, brought to life by the power of Cauldron Lake. I've carried a flashlight and a gun for so long that I feel naked without either.
It's all too often that I need them. The darkness protects the Taken. Shadows crawl over their forms like living things, protecting them from harm. Blows that would injure or kill a human outright mean nothing to them as long as the darkness persists. But light makes them vulnerable. Light burns the shadows away. The darkness that drives them is still in them, but now they're vulnerable. Flashlight and gun. Sometimes it feels they're all I have left. The spiders aren't really the work of the enemy. They're a side effect. A part of the dark place's less significant fauna that has managed to slip through the opening I made when I arrived. Less an animal than an idea that has assumed the form of an animal. Makes them no less dangerous, but at least they're a little easier to deal with. The darkness doesn't protect them like the Taken, and thus they can be destroyed by either light or bullets right away. Mensch, das hätte man gleich wissen müssen. The atmosphere in the projection booth at the drive-in was charged. Almost unreal. Despite that, the air felt cool and refreshing this late at night. It'd been a hot day. The summer was nearing its end, but it wasn't over yet. The darkness rose from the depths of Cauldron Lake and took Alice. It needed words. It needed me to write its way into our world. She was leverage, a hostage. I complied, but with a twist. I put in a loophole that gave me a chance to fight back. I was hunted by shadowy enemies, but I faced the darkness. I fought it with light. I drove it back. I saved Alice, but it came with a cost. I was trapped in the dark place below Cauldron Lake. After my disappearance, they thought I was dead. I might as well have been. I know it's been 2 years. I know Alice has moved on. I've tried to find a way back to her. Back to my life, but escaping the dark place is almost impossible. Time does strange things here, but dreams and radio signals can pierce the veil between the worlds. I catch glimpses and echoes of the world. Sometimes I send messages out. I can only pray that they hear them. Stories come naturally to us. We can't help it. There are many different worlds, many competing realities within our heads, fueled by books, television, even barely remembered childhood tales. There's an endless supply of fictional concepts more familiar to us than anything or anyone real. We have a far greater connection to the fictional characters we know and love than the random people we pass on the street. Our destinies and inspirations are shaped by lies, myths, and fables. There are places where our world is worn thin and another reality brushes against ours. One such site is Cauldron Lake near Bright Falls, Washington. But there are others. That other reality is dark, vast, and malleable, always in flux. In its depths dwell vast forces and alien energies. They're dangerous. But in one of these places, if you know how, you can channel the power of that place and use it to shape reality. The Taken may well be the tool the darkness favors over any other. At some point, they used to be human, but whatever humanity they once had is long gone. Now they're just shells covered and filled by darkness. The Taken Mr. throws at me are more grotesque and varied than the ones I first encountered in Bright Falls. But I know how to deal with them. I'd be lying if I said they don't frighten me. But I've survived worse. I can't let them stop me. When Dr. Rachel Meadows got the call from Michael, telling her to hurry to the observatory, she didn't waste any time. It had been a nice party. She'd had a good time, but her social life would always play second fiddle to the mysteries of space. Michael never showed up, of course. He pulled over at the wrong rest stop. She never even thought about him at the time. The phenomenon in the sky above her was too fascinating. The film noir poster reminded me of Alex Casey, the detective's cool exterior never cracking even with the gun pointed in his face. In the back room, all the lights had been turned off, except for the lone spotlight which illuminated the bright red fire extinguisher on the wall. This act of creation is exhilarating and frightening. Subtext and symbols loom eager to take effect. Causality and consequence become domino chains that stretch into infinity. The more fundamental the change, the more unpredictable the variables become.
Reality is too complex to control completely. Ordinary questions become meaningless. Who created who? What is really real? Everything is as real as everything else. You learn to let go of the things you can't control and go with the flow, or go insane. The man before Dr. Meadows was handsome and slick. He moved with lazy confidence and didn't bother to pretend that he wasn't staring at her. She didn't mind, at first. Then the man flicked open the knife and shoved her out of the control room so she wouldn't hear the signal, whatever it was. Outside, she pulled her lab coat closed and thought about running. She didn't. She didn't think she'd get very far, not from him. She never was entirely sure why he spared her. I'd found her film from the pile of containers in the back. I'd threaded it into the projector. I swallowed hard, staring at the screen, hearing her voice, the sunrise I remembered so well only moments away. And then Mr. was there, nailed by the projector's beam, caught in his own trap. He shouted at me, first in confusion, then rage. And then the sun came up and things started to burn. My writer's block got worse. I didn't sleep much anymore. My life with Alice seemed like a constant fight. I was a wreck. Alice took steps. She booked a vacation in Bright Falls, a small town in Washington. It was supposed to be a chance to break out of the cycle I was in. She didn't know about the darkness in Cauldron Lake. Alice, my wife, the best thing that ever happened to me. She smiles and the darkness lifts. For her, I've tried things I otherwise never would. I've never really minded if it's made me feel like a fool. She's a photographer, and the world she sees through her lenses is unique and beautiful. She has the vision. She sees things others don't and knows how to make them visible to everybody. She did it with me, too. She teased out things I was only vaguely aware of. She always saw me in the best possible light. It's been 2 years since I came here. Being that long without Alice breaks my heart, and I know it broke hers. I know she thinks I'm dead. How could I blame her for that? It would be a crime to pretend that she owes me anything. She took all the stupid, self-indulgent bullshit I brought into her life and still stood by me, still loved me. It's no betrayal. But I'm a better person now than I used to be. I want to be that person with her. The Taken were always single-minded. They had a certain animal cunning, but they weren't very intelligent. That's one reason why they prefer melee weapons. Actual firearms are too complex for them to use. That's why seeing the one who threw grenades at me surprised me. But of course, they aren't actually grenades. There's no pin to pull, no fuse to set off an explosive, just concentrated darkness. The car seemed to sail through the crisp mountain air in slow motion, spinning around one axis almost lazily. The moment was hypnotic. Then it struck the pipeline in a shower of sparks, the impact turning the windshield into a burst of safety glass. As it hit the ground, I snapped out of my reverie. The car was rolling downhill, slowing down as every bump killed momentum but still coming. The fence wouldn't be enough to stop it. The dark place is utterly hostile to human life. It eats at your mind, wants you to succumb to madness. Your own thoughts can turn against you. Every shadow conceals a threat that attacks at the slightest sign of weakness. You're under endless assault. Every day is a struggle for survival. But I've learned to take care of myself. I focus on Alice, our life together, my need to be with her. That takes me a long way in the dark place, as long as I have my gun and the flashlight. I have changed. I know who I am now. I know that I can write my own fate. Bright Falls taught me that. I know that indulging my weaknesses, giving in to fear and complacency will only drag me down. The dark place taught me that. I'm no Zen master. I've not attained enlightenment. But I have learned to let go of the things that I don't need. I know that without that balance within, I become my own worst enemy. Now I strive for equilibrium, and with that, I'm strong enough to get where I want. It's obvious that for all his power, Mr. is an agent of another greater being.
The dark place he came from is full of terrible alien intelligences, dark presences, and none of them should be let loose in our world. He serves one of them. He'll open the way for them if I don't stop him. But he'll do more. He'll take over my life. He already has my face. He already uses my name. He'll become Alan Wake in every way imaginable and corrupt everything, unless I can stop him. The trap Mr. has set for me is as simple as it is impossible. Whenever I reach him, he sends me back to the beginning of the maze. It's a loop in time. I go through it only to end up where I started. There's a brutal genius to it. If I die, it's over for me. If I survive, I end up where I started. Sooner or later, the odds will catch up with me. And in the meantime, he gets to toy with me. But that's why I have a chance. He's caught in this pattern just as much as I am. I know where he'll be, and I'm prepared. I have created the weapon that can put an end to this, a blueprint to a new reality. All I have to do is survive long enough to use it. My arrival from the dark place will be painful and difficult. These pages may be lost, but one way or another, I'll send the parts I really need to myself. If I make it outside, I have a chance. Mr. is more powerful than I am, but he can't change the rules in the middle of the game. He's not a creator. I am. To change the world, you must craft a blueprint for the new reality. Any work of art will do, as long as it's a genuine act of creation. That's what the energies of the dark place respond to. The results may be subtle and perplexing, or far-ranging and momentous. My area of expertise? The written word. Gives much more precise results than music or interpretive dance would, for instance. But words can be extremely dangerous. What you define may become reality, but so can that which you imply, even if you don't realize you're doing so. For Serena Valdivia, burning the midnight oil was more of an exception than a rule. A procrastinator and a perfectionist, she often worked when she wouldn't be disturbed. Tonight was especially important. The film festival would open tomorrow, and there was still so much to sort out. It wasn't that the work hadn't been done. She just didn't feel like she had completely mastered everything yet. There's more to fighting the Taken than just burning away the darkness that protects them. When I'm fighting for my life, I find myself slipping into a state of intense concentration that makes the beam of my flashlight seem more powerful and focused. I used to think it was just my imagination, something brought on by the adrenaline and fear of death. But now I'm not so sure. I've been touched by powers that I can't begin to truly comprehend. And they've left a mark. I'm starting to think this might be a part of it. When the dark man's eyes suddenly locked into Serena's, she flushed hot. They ignited a black fire in her. He was talking. He wanted the power turned off. He said something about the projector booth. She hooked a finger under his belt buckle. He grabbed a hold of her throat and twisted until it hurt. Somewhere deep inside, a part of her screamed in paralyzed horror, but the moan that escaped from her throat had no panic in it. "Pay attention," he said. "Business first." His eyes glittered shamelessly. Hers did too. The clothes I wear now I shaped from dreams and memories. It's an old outfit, originally from the 90s. The last time I wore it was when I was still writing and Alice and I took a vacation in the desert before our troubles began. The night before, we'd been at a party, and I had dressed to the nines. On that lazy day, I put on these old clothes, worn and comfortable. Alice made a joke about grunge. I felt a little embarrassed, but I stuck with them. We were very happy. I'm sheathed in good memories to remind myself of what is at stake. I held the film canister in my hands. I saw her name written across it in big letters, followed by the title. It was a time capsule, moments snatched from times gone by, from a past that I hoped could also be our future. It was my salvation, our chance to be together. A tin can with a bit of magic in it that she didn't even know about, something I could put to good use. There were only moments left before I had to face him. Ja, das waren die Manuskriptseiten. Achso, und das sind jetzt noch. Hey,
back with all God. Achso, das sind noch die Sachen, die man im Hintergrund im Radio anhören könnte. Aber das ist jetzt ja auch nicht so wichtig. So, dann bringe ich mal hier raus. So, dann machen wir für heute Feierabend. Ja, so hat es dann doch noch gepasst mit den 2 Stunden. Dann haben wir wenigstens noch die Manuskriptseiten alle gesehen. Ja, 100% Durchlauf. Ich hätte gedacht, das Spiel ist ein bisschen länger, aber ja gut. Bisschen enttäuschend, aber gut. Schaut mal, ne? Was nächste Woche auf dem Dienstagslot steht, weiß ich noch nicht, aber es könnte sein, dass es Batman wird. Müssen wir mal gucken. Aber das steht schon länger auf der Liste, also sehr wahrscheinlich. Gut, gucken wir mal. Also, am Donnerstag geht's einmal noch weiter mit Zelda Oracle of Ages. Ich habe die Dingens hier, ich habe die Secrets schon organisiert. Also, ja, da cheaten wir noch ein bisschen, sammeln noch ein bisschen und schließen das Spiel ab. So sieht der Plan aus. So, dann, ja, mehr fällt mir nicht mehr ein. Dann danke fürs Einschalten, Mitmachen, Schreiben und so weiter. Auch an die, die es nachträglich bei YouTube sehen. Ja, eine wunderschöne gute Nacht. Bis zum nächsten Mal und ciao.